So, da ist wieder eine Fackel. Sehr schön. Dann nochmal. Und die Spitzhacke ist fast kaputt. Das könnte sie noch aushalten. Und hat sie, es geht sogar noch zweimal. Gut. Da geht es jetzt dann 1, 2, 3 mal weiter nach oben. Zwei gehen noch. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, also 1, 2, 3 weiter nach oben. So, das nehmen wir natürlich. Habe ich repariert? Ja. Nehmen wir natürlich noch alles mit. Da ist dann auch natürlich Wand. Die muss auch weg. Da ist irgendwo ein Zombie-Pigman. Und wir haben gleich keinen Bruchstein mehr. Sehr schön. Eigentlich nicht. Aber das ist schön. Dann hier die Mauer, dann hier. Und wir haben keinen mehr. Habe ich die zweite Fackel nicht aufgehängt? Ja, habe ich. Okay. Wir brauchen nicht Bruchstein, Ziegelstein. Und Spitzhacke? Ja, eine mache ich mir noch. Eine Spitzhacke. Sieh dich nur ruhig um, Ronak. Irgendwann ist er plötzlich irgendwo im Schloss, zwei Stockwerke weit entfernt von hier oder so. Und wir haben ihn aber hier gespawnt. Krass, oder? Die Treppen können weg. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Jetzt mache ich mir erstmal nochmal eine Spitzhacke. Und dann hole ich mir hier das da. Und das da. Spitzhacke kann dahin. Das ist jetzt irgendwie falsch. Und das kommt da runter. So. Und jetzt brennen gleich die nächsten zwei Stacks, während wir hier diese beiden dann verarbeiten. Und das ist sehr praktisch. Habe ich da gerade einen Zombie-Pigman gesehen? Die sind, glaube ich, alle draußen. Boah, Ronak, erschreck mich nicht. Der greift sie da an. Wir sind hier sicher, solange Ronak da ist. Jetzt folgt er denen wahrscheinlich auch noch. Und dann kommt er auch hier runter. Wäre lustig. Folgt er ihnen wirklich? Gut, hier wird er nicht durchkommen. Aber er könnte hier durchkommen. Aber wahrscheinlich ist er da im Eck hängen geblieben, weil er da nicht durchkommt und zu blöd war, hier entlang zu gehen. Dum, dum. So, das passt. Dann kommt das gleich jetzt nochmal. Ich fange jetzt aber von links an. So, und irgendwann ist da ein Loch und die Zombie-Pigmen können durch. Sobald sie es bemerken.
was eigentlich jetzt sein müsste. Oder auch nicht. Vielleicht sind sie auch wieder passiv. Oder sie verarschen mich nur. Könnte natürlich auch sein. Aber gleich haben sie kein Loch mehr. Dann können sie mich nicht mehr verarschen. Ha! So, die Spitzhacke ist auch fast kaputt. Deswegen warte ich noch mit dem Netherrack. Dann geht's hier nochmal. Da kommt jetzt dann auch die Tür rein. Und die Spitzhacke müsste währenddessen eigentlich grau werden. Hoffe ich. Aber das wird jetzt alles verbrannt. Das war eigentlich blöd irgendwie. Naja, die Lava konnte ja keiner vorhersehen, oder? Ich meine, wer sieht schon Lava vorher im Nether? Halt, drei noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir haben hier den Platz. Und da ist dann auch die Tür. Die ist tatsächlich auch noch rechts gerichtet. Das finde ich schön. So, dann geht es hier weiter. Ich habe zwei noch. So, jetzt müsste es zum Reparieren sein. Ja, perfekt. Und wir haben wieder Platz. Also wir hätten tatsächlich alles aufnehmen können, wenn die Lava nicht gewesen wäre. Naja, Pech hat man halt, oder? Aber wir haben es gleich. Es sind nur noch zwei Schichten und also zwei Wege hier und dann die Mauer noch. Eine kleine Höhle ist da. Sehr schön. Da ist aber leider nichts. Egal. Decke noch. Das ist das erste, jetzt noch das zweite und dann kommt die Mauer. Also tatsächlich fast geschafft. Das könnte die Spitzhacke sogar noch aushalten. Und hier geht es anscheinend wirklich tief runter, denn, also vom Netherrack her, denn wir haben hier nicht ein Loch gefunden, wo man runterfallen könnte. Der Netherrack geht hier tatsächlich tiefer als auf der anderen Seite. Was wir aber auch irgendwie schon wussten, irgendwie. So, dann. Zack, 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 zack. Dann hier noch. Und Mauer. Die Mauer war falsch. So, und jetzt ist das alles hier nochmal. Und dann haben wir es. Dann sind wir hier auch fertig. Dann müsste eigentlich nur noch der Teppich rein. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden, wie ich den machen soll. Also, Glowstone möchte ich nicht machen. Wäre zwar cool, mal so viel Glowstone auch tatsächlich zu verbauen, aber. Habe ich eigentlich noch genügend Platz? Ja, habe ich. Aber nein. Das passt nicht so. Ich möchte lieber. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte ein Muster reinmachen. Aber ich weiß noch nicht welches. Da werde ich dann noch ein bisschen testen, vermute ich mal. So. Aber jetzt erstmal die Mauer. Ich hoffe, der reicht auch. Für die ganzen. Ich meine, das wird jetzt noch alles. Nein, der reicht niemals. Der reicht doch niemals. Nein, leider nicht. Ich muss mir also einen neuen holen. Und verfolgen die mich immer noch? Oder wo bist du? Da ist er. Sieht sich die Mauer an. Okay, ja, was mache ich jetzt?
Was mache ich jetzt? Ich könnte auch nach Hause. Wenn ich das nächste Mal nach Hause gehe, ich beende nicht die Aufnahme. Ich nehme seit fast 3 Stunden auf. Ich gebe mir beide ein verzaubertes Schwert. Und beide droppen es nicht. Mann. Spitzhacke bräuchte ich eigentlich. Ja, doch, bräuchte ich eigentlich schon. In erster Linie bräuchte ich jetzt aber sowas. Dann nehme ich mir das auch mit. Ich hatte sogar einen Platz frei. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich jetzt alles da mitnehmen könnte, aber er ging offenbar. Passt doch. So, dann gehen wir zurück, machen die Mauer fertig. Und dann... Ja, was dann? Ich glaube, dann werde ich tatsächlich nach Hause gehen. So, das war's. Das ist der Abschnitt hier. Ein bisschen Netherrack könnte ich jetzt noch mitnehmen. Nämlich so viel oder bis die Spitzhacke kaputt geht. Den möchte ich da gerne von oben her anfangen. So, und zwar fange ich hier an, also dass hier alles passt, also immer 3 Ohren nach oben ist. Hier zum Beispiel nicht mehr, denn hier ist, oder kann ich springen? Ich kann sogar springen. Auf der Höhe muss sogar alles auf 3 sein, also passt das. Aber auf der Höhe hier, da ist nichts, nichts, da ist was. Und das hat dieselbe Höhe wie das, da ist also auf mindestens 3 höher. Da auch. Da passt... Eigentlich passt da ja überall alles. Außer hier dann nicht mehr. Hier. Das da muss 3 sein. Das, also es muss dann mindestens diese Höhe haben. Aber das war's dann schon. Dann gehe ich hier einen runter. 1, 2, 3. Da muss es dann mindestens diese Höhe haben. Sehr schön. Und dann hier gehe ich auch einen runter. 1, 2, 3. Mindestens diese Höhe. Bis dahin. Sehr schön. Es gehen noch 3. 1, 2, 3. So. Ist die Spitzhacke auch kaputt? Dann machen wir das beim nächsten Mal. Und ich glaube, das Send möchte ich dann auch nochmal versuchen zu reparieren. Auch mache ich dann auch beim nächsten Mal. Die Frage ist, warum mache ich dann weiter? Mache ich dann da hinten weiter oder hier? Und ich glaube, ich mache hier weiter, weil da hinten habe ich 2 Gänge. Und hier, wo es zum Markt mal geht, geht nur 1. Das Blöde ist halt, wenn ich dann wieder Bücher brauche. Wenn ich wieder Bücher brauche, dann kann ich die halt nicht machen. Das ist blöd. So, könnte ich da was... Jetzt töten wir erstmal den da. Okay. Könnte ich da noch etwas ablegen da drin? Nein. Geht leider nichts mehr. Dann muss ich erstmal zur Tempeltruhe. Dann muss ich erstmal zur Tempeltruhe. Ich werde noch mal kurz zurückgehen, weil ich den Rest auch noch holen möchte. So, das wird jetzt erstmal alles abgelegt. Okay, das kommt dahin, das dahin. Und dann nehme ich jetzt noch 2 mit, die kommen dann in den Ofen. Damit sie schon mal brennen können. Bis zum nächsten Mal. Denn wir werden viel Stein brauchen. Ich meine, ihr seht es, uns ist der Stein jetzt fast ausgegangen. Die sollten also brennen. Und dann habe ich tatsächlich auch keine Kohle mehr.
Hier wird noch zugemacht. So. Und nach Hause. So. Eventuell sollte ich mir nachher dann noch eine Spitzhacke machen. Wie ich mich kenne, vergesse ich dann beim nächsten Mal eine zu machen. So. Dann nehmen wir mal die ganzen Sachen mit. Den Netherrack würde ich gerne mitnehmen. So, mehr geht nicht. Sehr schön. Puh, ganz schön anstrengend heute. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich tatsächlich durch dieses blöde Loch gefallen wäre. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich meine, ich bin ja im Nether schon mal gefallen. Das erste Mal, als wir im Nether waren. Und da bin ich durch Dummheit gestorben. Bin ich durch reine Dummheit gestorben. Und ja, Level 25, da habe ich keine Lust drauf, das nochmal zu machen. Ich glaube, damals, da habe ich erstmal auf Pause gedrückt, dachte dann, ja, ich versuche irgendwie an Land zu kommen. Irgendwie sowas war das. Oder dann in die Lava, denn ich habe ja einen Feuerschutztrank. Und dann war die Lava aber nur ein Block breit, tief meine ich. Und da bin ich halt durch Fallschaden gestorben. Das war unglaublich scheiße. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig war. Komm, die nehmen wir auch mit. Mist. Bist du noch gestorben? Das ist auch gestorben. Die eigentlich? Die auch? Ja, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Lassen wir es. Gehen wir nach Hause. Wir sind voll. Und haben eigentlich einen recht guten Arbeitstag vor uns gehabt. War alles sehr angenehm. Finde ich schön. Auch wenn es anstrengend war. Oh, die nächste Ebene wird dann so unglaublich schwierig. Diese Ebene wird teilweise vielleicht sogar schon schwierig. Ich muss ja nur einen Block nach oben irgendwie. Ja, wobei es geht eigentlich, glaube ich, sogar noch. In dieser Ebene. Ich glaube, da werden wir noch kein Hilfsgerüst brauchen. Aber nächste Ebene könnten wir jetzt brauchen. Werden wir vermutlich sogar. Das ganze Fleisch konnte ich auch schon nicht mitnehmen. Naja, bin ich gespannt, wie ich das dann lösen möchte, werde. Oder möchte, oder keine Ahnung. Bin ich sehr gespannt. So, aber jetzt erstmal Netherrack weg. In eine unserer unzähligen Netherrack-Truhen. Dann haben wir hier noch Pfeile. Monster? Nein, das kommt noch in die andere. Knochen? Die Knochen sind auch fast wieder voll. Moment mal, das ist Ruhe. Kohle brauche ich. Und ich brauche eine neue Spitzhacke. Die möchte ich mir noch jetzt machen. So, fertig. Wie geht's der Rüstung? Der Rüstung geht super. Dann habe ich heute tatsächlich auch mal wieder fast 3 Stunden gespielt. Normalerweise, die letzten Aufnahmen habe ich immer 2 Stunden gespielt. Und heute sogar fast 3 Stunden wieder. Ich glaube, wobei, doch eine Folge könnte ich jetzt noch aufnehmen. Möchte ich jetzt aber nicht mehr. Oder? Wann habe ich angefangen? Ich glaube, 7:15 habe ich angefangen.
Ja, dann hätte ich sogar noch 9 Minuten, also tatsächlich fast 3 Stunden, dann hätte ich nicht nur mehr eine Folge. Außer ich vertue mich jetzt. Aber ich glaube, ich habe fast 3 Stunden aufgenommen. Na, egal. Bis morgen jedenfalls. Ciao, Leute!